Wir wollen auch auf dieses wichtige Thema schauen, auf die dramatische Zuspitzung im Syrien-Konflikt. Nachdem bei einem Angriff des Assad-Regimes 33 türkische Soldaten im Norden Syriens gestorben sind, fordert die Türkei jetzt NATO-Unterstützung in dem Konflikt und droht zeitgleich erneut damit, die Grenzen nach Europa für Flüchtlinge zu öffnen. Offenbar ziehen erste kleine Trecks tatsächlich los in Richtung Griechenland und damit in Richtung EU. Sebastian Plantholt berichtet. Niemand weiß, ob es nur Gerüchte sind oder ob die Türkei tatsächlich die Grenze geöffnet hat. Diese Videos sollen aber zeigen, dass sich schon jetzt tausende Flüchtlinge auf den Weg Richtung Europa machen. Über Wasser- und Landweg versuchen sie offenbar nach Griechenland zu kommen. Was soll ich hier machen? Es gibt hier nichts. Vielleicht können mein Kind und ich dort eine Zeit lang leben. Einen türkischen Pass bekomme ich nicht. Ich möchte jetzt nach Deutschland. Die mögliche Grenzöffnung nutzt das NATO-Mitglied Türkei offenbar als Drohung, um die anderen NATO-Staaten dazu zu bringen, der Türkei in Syrien beizuspringen. Denn am Vorabend wurden in der syrischen Stadt Idlib 33 türkische Soldaten bei einem Luftangriff getötet. Verantwortlich dafür ist das Assad-Regime und das wird von Russland unterstützt. Moskau selbst will nicht beteiligt gewesen sein, wirft den Türken aber vor, dass dort kein Militär hätte sein dürfen. Wenn Absprachen befolgt worden wären, insbesondere über die genaue Position türkischer Soldaten, hätte so eine Tragödie verhindert werden können. Es gibt immer Raum für Dialog. Präsident Putin und Präsident Erdogan haben heute miteinander telefoniert. Trotzdem antwortet Ankara auf die Luftangriffe vom Vortag mit einer Offensive in Syrien. Die NATO ruft zur Deeskalation auf, sichert aber Unterstützung zu. Die NATO-Verbündeten unterstützen die Türkei schon heute. Wir verstärken ihre Luftverteidigung. Ein AWACS-Aufklärungsflugzeug hilft bei der Luftraumüberwachung. Außerdem kontrolliert die NATO die Häfen. Die EU fordert von der Türkei, sich an die Vereinbarung von 2016 zu halten und Flüchtlinge an der illegalen Weiterreise nach Europa zu hindern. Griechenland hat seinen Grenzübergang zur Türkei mittlerweile geschlossen. Bulgarien schickt 1000 zusätzliche Soldaten an seine Grenze. Soweit das Wichtigste für den Moment. Wir sind gleich wieder da mit aktuellen Nachrichten. Neue Infos natürlich auch jederzeit auf welt.de. Bleiben Sie bei uns.